Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf, Leute. Oh. ACTA ist scheiße für die Freiheit. Yes. Aber ACTA ist auch scheiße für das Leben. Es gibt auf der Welt circa 33 Millionen Menschen mit HIV/AIDS. Die meisten davon in der dritten Welt. Circa 13 Millionen davon bräuchten AIDS-Therapie. Nicht mal die Hälfte bekommt sie. Das ist scheiße, aber besser als noch im Jahr 2000, wo es niemanden gab. Inzwischen gibt es 6,6 Millionen Menschen, die AIDS-Therapie bekommen. Denn AIDS ist nicht heilbar, aber behandelbar. Was bedeutet das und was hat das mit ACTA zu tun? Ganz einfach. 80% der Menschen in Afrika, die HIV-AIDS-Therapie bekommen, bekommen indische Generika. Das sind Nachahmerprodukte. ACTA würde das fast unmöglich machen, Leute. Ich sag euch, warum. Ja, das ist scheiße. Indische Generika, Importeure. Indien ist die Apotheke der armen Welt. Was für eine Chance hätten die, wenn auch nur der Verdacht von Handelspiraterie strafbar wäre. Ja, wenn der Verdacht sich dann nicht bestätigt, wenn eine riesige Ladung von AIDS-Medikamenten, wie schon passiert, irgendwo im Hafen von Rotterdam festgehalten wird, kriegen die dann eine Entschädigung? Nein, kriegen sie nicht. Das steht in ACTA. Das steht in ACTA. Was würde das real bedeuten? Das würde bedeuten, dass die AIDS-Therapie teurer wird. Ja, verdammte Scheiße, gerade mal die Hälfte der Menschen, die ACTA bräuchten, die AIDS-Medikamente bräuchten, bekommen sie heute. Wie sähe es denn dann aus? Menschenleben sind durch ACTA bedroht. Das ist ein Fakt. Deswegen weg mit ACTA. Denn Leben, Menschenleben. Leben ist ein Menschenrecht. Leben ist ein Menschenrecht. Und das will ACTA kaputt machen. Weil man uns die Freiheit raubt und vielleicht sogar das Leben, verdammte Scheiße!